Hallo, meine Damen und Herren. Mein Name ist Gerd Martensson. Ich möchte Ihnen heute eine meiner Lieblingsgeschichten erzählen. Es ist eine Fabel, die ich hin und wieder am Schluss meines Vortrags oder Seminars genutzt habe. Es ist eine Geschichte mit Konfuzius. Konfuzius wurde alt und begehrte auszuruhen. Und er kehrte zurück nach Zhou in die Stadt seiner Kindheit. Ein Vierteljahr später kamen die Studenten von der Universität und sie versuchten, dem wortgewandten Konfuzius beizukommen. Doch was sie auch taten, sie schafften es nicht. Da kam einer von ihnen auf eine Idee. Er sagte, den Konfuzius, den werde ich reinlegen. Und zwar werde ich in meiner Hand einen kleinen Vogel haben. Und ich werde den Konfuzius fragen, hier, der Vogel in meiner Hand, sag, lebt er oder ist er tot? Und wenn Konfuzius sagt, er ist tot, dann werde ich meine Hände öffnen und der Vogel wird davonfliegen. Sagt er aber, er lebt, werde ich meine Hände zusammendrücken und der Vogel wird tot zu Boden fallen. Was auch kommt, Konfuzius wird Unrecht haben. Nun, so kam es. Die Studenten versammelten sich um Konfuzius. Der Wortführer nahm den Vogel in die Hand und sagte listig, »Ei, Konfuzius, hier der Vogel in meiner Hand. Sag, lebt er oder ist er tot?« Konfuzius blinzelte in die Sonne, rieb sich behaglich den Rücken an der Mauer und sagte schließlich, »Die Antwort, mein Freund, liegt in deiner Hand.« »Auch die Antwort darauf, was Ihnen der Einsatz einer solchen Fabel bringt, liegt in Ihrer Hand, meine Damen und Herren. Und zwar in der Art und Weise, wie Sie so eine Geschichte in Ihrem Vortrag einbauen und wirkungsvoll vermitteln. Viel Erfolg dabei!«